Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses, das ist die Jenaya. Moin. Das ist nicht der Hannes, ich sag's nochmal, das ist die Jenaya. Wer die Pokémon-Videos guckt, der wird ja beide schon gesehen haben letztens. Die waren ja zu Besuch da. Wenn ihr das seht, wisst ihr eh nichts mehr davon. Mit dem Hannes habe ich beim letzten Mal nochmal die Hot Chip Challenge gemacht. Die hatte Hannes selber schon mal gemacht. Die habe ich schon mal gemacht gehabt mit dem Mannshaulwurf, mit dem Busa, mit allem anderen drum und dran, hin und her. Das ist aber schon Jahre her gewesen bei uns. Die Jenaya hat die Chips ja nochmal besorgt. Sie hat die auch bei sich auf dem Kanal schon gemacht. Da habe ich Stuss erzählt, denn ich habe gesagt, oh, die Jenaya, die kennt das ja noch gar nicht. Da müssen wir aufpassen, aber doch. Wir haben doch sogar darauf reagiert. Das war doch da, wo sie das sich sogar aus Versehen dann in die Augen geschmiert hat. Da sind nämlich Handschuhe dabei, aber sie hat den Fehler gemacht. Sie hat den Handschuh danach genommen und dann hat sie den so schön zusammengerollt die ganze Zeit. Und da ist natürlich das Pulver, was eigentlich am Handschuh war, hat sie dann an beiden Händen gehabt. Und sie schiebt immer ihre Brille so hoch. Dann hat sie einmal sich das schön in die Augen geschmiert. Ihr war es nicht scharf genug. Genau, sie hat gedacht, ich setze noch einen drauf, ich tue mir das Pulver einfach in die Augen rein. Weil sie das ja damals trotzdem eigentlich geschafft hat, weil sie hat das gegessen, sie hat nicht gekotzt, sie hat es nicht ausgespuckt, sie hat nichts getrunken dazu, weil ich mit Hannes das ja auch jetzt nochmal gezeigt habe, diese 5 Minuten aussitzen, ausharren und nichts neutralisieren. Wir sind ja, wir mussten ja, als wir zurück waren, waren ja schon wieder 15 Minuten vergangen, bevor wir dann zu Hause nochmal was zu uns genommen haben, habe ich gedacht, wenn ich das mit Jenaya mache, weil die ihre 2 Chips loswerden muss, wir nehmen uns heute mal Burger dazu, machen was ganz Besonderes. Wir werden den Hot Chip auf einen Burger packen. Der ist jetzt bestimmt schon wieder kalt. Und werden den Burger mit dem Hot Chip dann einfach mal essen und nachdem wir den aufgegessen haben, dann trotzdem 5 Minuten mal abwarten und gucken, was passiert. Ich denke mal, das wird nicht so schlimm sein wie der Hot Chip an sich, weil der halt verteilt ist, weil ihr noch was direkt dazu habt. Das Pulver würde ihn sehr scharf machen, den Burger, aber dann ist es halt the hottest Burger on Earth mit 2,2 Millionen Scoville. Trotzdem müssen wir jetzt erstmal alles auspacken, ne? Hast du eigentlich deine Packung noch, die du damals ausgepackt hast? Oder hast du das weggeschmissen? Ich weiß gar nicht, ob ich die noch hab. Eigentlich hebt man sich sowas auf, bis man das ganze Zimmer voller Kindersärge hat. Ja, auch wieder natürlich dieses Kärtchen dabei, ich habe das überlebt. Dann ist wieder der Sticker dabei, dann ist hier das Kondom, wo RIP draufsteht, da ist der Hot Chip drin, ganz alleine. Dann habt ihr in diesem Kindersarg natürlich noch euren Handschuh. Der ist wichtig, den müssen wir uns nämlich gleich anziehen. Und Werbung für andere Sachen. Gibt es ja auch hier so Beef Jerky, irgendwelche Chips, Proteinstripes, aber interessiert dich das? Würdest du dir so von dieser Firma, die das macht, eine Tüte Chips kaufen? Beef Jerky klingt interessant, das mal zu probieren. Ich habe noch nie Beef Jerky probiert, deswegen. Sie macht immer diese orientalischen Sachen bei sich auf dem Kanal. Sie hat ja auch das Seegras und das ganze Zeug und Seetang hat sie alles schon genascht. Ja. So, ich ziehe mir jetzt mal. Den brauchst du ja eigentlich nur, um den Chip dann da drauf zu legen, glaube ich. Ja, um den anzufassen, damit du das Zeug nicht an der Hand hast. So wie ich das hingekriegt habe. Und mit dem Handschuh fässt man sich dann ins Gesicht, genau. Damit nicht der Chip aus Versehen irgendwo rankommt. Jetzt machen wir natürlich den Burger erstmal auf, dass der direkt hier aufs Fleisch drauf kommt. Ziehen dann unser Tütchen auf. Der Busa hat ja damals sich den Rest von dem Pulver noch in den Mund gekippt. Wir hatten den Rest von dem Pulver noch auf den Chip drauf. Das musst du nicht machen, das kannst du machen. Ich weiß nicht, wie du es damals gemacht hast. Ich kann ihn gut verteilen auf den Burger. Deiner ist zerbröselt. Grüße an den Fahrer. Dann ziehe ich die Tüte auf, nehme den Hot Chip raus. Hoffentlich durch den Wind fliegt es nicht rüber zu dir. Leg den jetzt einfach einmal hier auf den Burger drauf. Das ist der Hot Chip auf dem Burger. Dann kann ich schauen, ob ich noch von dem Pulver, oh, das ist cool. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber wir können ja das mal auf den Käse versuchen. Wenn ich das Pulver noch auf den Käse verteile, was hier drin ist, da seht ihr vielleicht, dass der Käse noch mal schön Pulver abbekommt. Die meisten nehmen den Chip raus, das ganze Pulver bleibt drin, aber je mehr Pulver ihr dann auf eurem
Burger bzw. auf eurem Chip habt, desto schärfer wird das auch. Seht ihr das? Sieht man. Ich muss es mal kurz so nochmal rumdrehen. Der war blank, der hat jetzt überall Pulver. Bei dir ist es jetzt aufgeteilt. Der ist ein bisschen deiner dunkler. Deiner ist irgendwie kohlrabenschwarz. Mhm. Der wirkt irgendwie ein bisschen so rostbraun. Also gibt es da jetzt verschiedene Sorten Halloween Edition. Sammelt alle Farben jetzt neu bei der Hot Chip Challenge. Dann greife ich den Burger mal zu. Ist man den immer noch an? Wir müssen mit dem Handschuh reinbeißen. Mit dem Burger reinbeißen, genau, in den Handschuh rein. Jetzt können wir ja die Burger mal kurz so in die Mitte halten, dass man das sieht. Vielleicht mit dem Ding daneben noch. Für das Thumbnail irgendwie was. Das ist die Hot Chip Burger Challenge. Das ist das Thumbnail. Und jetzt würde ich sagen, Prost, lass es hier schmecken. Einfach ganz aufessen, dann mal 5 Minuten schauen. Das erste Mal was runterschlucken. Ich merke auf jeden Fall einiges im Hals. Ich glaube, bislang bin ich noch dran vorbeigeknarrt. Jupp, jetzt merke ich es. Das ist ein echter Chili-Burger, oh ja, wie im Buch steht. Cool. Ja, vor allem, weil der Burger ist ja eigentlich weich und lapprig. Mhm. Aber jetzt hast du jedes Mal beim Reinbeißen so was Knuspriges dabei. Mhm. Was halt wirklich gut wirkt. Ist auch richtig schön scharf. Ich finde, es lässt sich aushalten. Also, wem der Hot Chip an sich zu scharf ist, probiert mal den Hot Chip Burger als Einsteiger-Produkt. Das ist für die Anfänger. Guck mal, Patrick. Patrick von SpongeBob ist auch dabei. In der Lakritz-Edition. Shiny. Ganz klar shiny. So, ich nehme mal mein Handy raus. Ich suche mir mal die Stoppuhr. Sobald die Shania ihr Go gibt, also den letzten Bissen vom Burger runtergezogen hat, würde ich dann die 5 Minuten mal starten, um zu schauen. Ich glaube, ich habe eigentlich schon den ganzen Chip weg. Dann neutralisiere es jetzt mit dem Stück Burger, was noch übrig ist. So, dann drücke ich schon mal drauf. Das ist die Stoppuhr. Die startet jetzt hier normal. Schaffen wir es jetzt 5 Minuten auszuhalten. Ohne zu trinken, ohne was zu machen, ohne zu tun. Ich sage mit Hannes. Haben wir dann die 5 Minuten gemacht. Wir mussten immer zu spucken. Hab ihn auch gefragt, darf man das denn? Es ist jetzt sinnvoll, wenn man merkt, durch die Schärfe ist ja die Speichelproduktion angeregt. Wenn man aber schon alles runtergeschluckt hat, man spuckt ja nicht den Chip aus. Man kotzt ja auch nicht. Es sind nur Speichel, der im Mund zusammenfließt. Darf man das also ausspucken oder nicht? Ah ja,
gute Frage, aber eigentlich schon. Weil wenn du immer mehr und mehr Speichel hinter im Mund hast, das stört doch noch. Ja, man kann ja den Speichel, so wie er kommt, auch einfach wieder runterschlucken, immer. Ne? Das könnt ihr auch mit Kotze machen übrigens, wenn ihr merkt, und der Mund ist voll, schluckt es einfach wieder runter. Genau, einfach wieder runterwürgen. Oder in ein Glas und dann in der Pfanne anbraten als Omelett. Das geht lecker. Auch. Noch gut mit einem Hotschüpfel garnieren, herrlich. Wir haben jetzt die erste Minute überstanden. Ich muss schon jetzt sagen, entweder hat der Hotchip letztens noch mehr abgehärtet, weil man den ja schon mal kannte dann. Und jetzt, kurz ein paar Tage später, der zündet nicht mehr so. Toll, ist Patrick weggeflogen. Oder es liegt einfach wirklich an dem Burger, dass das so verteilt war und man das so gut essen konnte. Und dass deswegen wegen dem Burger jetzt nicht mehr so krass zündet. Ich finde auf jeden Fall, man kann es gut aushalten. Ich habe es schlimmer in Erinnerung. Und beim letzten Mal mit Hannes war es auch schlimmer. Ich definitiv auch. Ja, ich genau aus dem Grund habe ich ja damals meine Soßen-Tasting ja auch so gemacht mit Soßen-Tasting. Und zwar mit einem Burger, damit das ein bisschen das abschwächt, sag ich mal, weil du dann ja das Brötchen dabei hast und noch das Fleisch. Ja, das nimmt es dann noch ein bisschen weg. Das ist halt das, was viele dann auch immer kritisieren, die dann sagen, wenn man scharfe Soßen testet, dann muss man die pur testen, sonst merkst du gar nicht, wie die schmeckt. Ich denke halt immer, wenn ich einen Burger habe, da habe ich so viele verschiedene Geschmäcker. Ja, gut, das stimmt. Nehme ich halt nur Nuggets, weil die schmecken ja nicht groß. Die schmecken ja nicht großartig nach was. Aber selbst bei den Nuggets wird immer rumgemeckert. Ja, wenn man Nuggets dazu isst, dann braucht man gar keine Soße testen. Dann schmeckt es doch eh nur noch Nuggets. Aber die Nuggets haben trotzdem so diese Panade, dass das wohl ein bisschen eher aufsaugt. Ja? Im Burger geht es irgendwie unter, weil im Burger ist zu viel. Ein Nugget ist zwar nur klein und unscheinbar, aber saugt halt sehr auf durch diese Panade. Ja, aber saugt das wirklich so sehr, dass auch der Geschmack flüchten geht? Ich meine, die Schärfe, aber der Geschmack. Ich denke immer, den Geschmack merke ich und die Schärfe merke ich auch. Und wenn man halt mehr davon isst, dann wird es sowieso schärfer. Aber von der Maddox habe ich ja damals auch einen Esslöffel so probiert. Hab gesagt, halt, hält man aus, alles klar. Dann bist du umgefallen später. Also man kann es klar auch auf dem Löffel machen. Aber seitdem wir beim Zangl waren und haben dort das mit den Nuggets, diese Soßen-Tastings gemacht, fand ich das sehr cool und traditionell daran angelegt, hat man das immer damit gemacht. Wir sind jetzt bei 3 Minuten. Man könnte auch sagen, jetzt da passiert nichts mehr, wir können es abbrechen, aber dann wirkt es wieder so, wie sie mussten es schnell ausmachen, damit sie jetzt trinken können. Jetzt hättest du einen Feuerfontäne ein. Muss ich das fertige Video an einen Editor schicken? Ein Editor, der mir das editiert, damit da Special Effects drin sind, weil ich selber kann das nicht. Und mir geht immer alles nur zack, zack, schnell nebenbei. Da ist keine große Kunst für was. Ne? Man muss schnell ranzoomen an irgendwas, wenn jemand pupst oder hustet. Man muss alles anders, aber bei mir ist einfach nur... Pff. Mögen die einen, die anderen finden es langweilig. Welches Team seid ihr? Ich mag's. Ja, beim Hannes, hier unten, es ging immer zu, haben wir auf den Boden so... Da war eine riesen Pfütze zwischen den Beinen. Als der Fahrer danach kam für das Bier-Tasting, haben wir gesagt, pass auf, da ist ein See. Den haben wir vorhin produziert. Jetzt musste man noch nicht einmal den Speichel aus dem Mund laufen lassen, tropfen lassen. Das ist ja richtig gesuppt, aber jetzt suppt es eben nicht. Ne? Komisch. Dann kann ich mich bei meinem ersten Mal mit dem Hotchip gar nicht erinnern, dass bei mir so viel, weil dann habe ich ihn wahrscheinlich runtergespuckt. Ja, du hast ja das meiste in deine Augen reingemacht, deswegen war nichts mehr für den Mund übrig. Ja, da haben die Augen getränt, genau. Ich glaube, bei mir läuft es meistens eher aus der Nase. Das merke ich jetzt gerade auch wieder, das schießt direkt in der Nase bei mir. Natürlich nur, weil das jetzt vielleicht gut funktioniert gerade. Kann sein, wenn man sich nochmal so einen Burger macht mit so einem Chip, dass es wieder ganz anders auf einen auswirkt. Hängt ja auch dran, hängt von ab, wie geht's euch an dem Tag? Ja. Was habt ihr vielleicht vorher gegessen? Habt ihr schon was im Magen? Habt ihr nichts im Magen? Habt ihr gute Laune, schlechte Laune? Wie ist das Wetter? Also das hat so viele Faktoren immer. Manchmal verträgt man es besser, manchmal schlechter. Die 5 Minuten sind voll. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber die 5 Minuten sind voll. Da habe ich jetzt echt mehr erwartet. Trotz dem Burger habe ich mehr erwartet, aber... Wobei, es hat eigentlich geschmeckt eigentlich.
Jo, wenn das so ist, da hätte ich auch kein Problem damit, das nochmal zu machen oder mal einfach so zu essen auch. Ja, eigentlich, ne? An sich ist es jetzt eine Delikatesse. Ja. Wenn du irgendwo in ein Nobel-Restaurant gehst und willst den schärfsten Burger der Welt bestellen und bezahlst dann, was weiß ich, 30 Euro für so einen kleinen Burger, der unglaublich scharf sein soll, da kauf dir hier so einen Doppelpack für 1 Euro noch was. Nehm dir 2 Hot Chips her, bist du bei insgesamt vielleicht 20 Euro und hast 2 Burger, die extrem scharf sind und schmecken. Oder wie viel kosten das? 7 Euro immer noch oder 10 mittlerweile? Irgendwas dazwischen. Jetzt, da, wo ich das damals gekauft habe, 10 Euro. So, habt ihr 15 Euro für die Chips, dann habt ihr 4 Euro übrig, da könnt ihr euch 4 Burger holen und dann könnt ihr euch mindestens 2 richtig scharfe Hot Chip Burger machen als Profi-Rezept. Also die, die gerne scharf essen, ja, definitiv. Das ist ein Geheimtipp. 10 Euro für einen Hotchip-Burger ist eine gute Sache. Ja, finde ich schon. Dann war es das, glaube ich, von meiner Seite aus, von unserer Seite aus, von deiner Seite aus. Ja. Möchtest du noch abschließen, was loswerden, jemanden grüßen oder so? Ah, ich grüße alles und jeden. Jeder, der mich kennt. Dann Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und habt ihr schon mal die Hot Chip Challenge gemacht? Schon mal davon gehört? Schon mal selber eingegessen? Schreibt es mir in die Kommentare. Wer nichts verträgt, lasst die Finger von. Wer gerne scharf isst, probiert es halt mal aus. Man kann sich hier immer ein bisschen steigern, antrainieren. Und ja, so ein Experiment fand ich jetzt richtig cool. Ja, stimmt. Dankeschön, Jinaya, fürs Dabeisein. Gerne. Und hat mir Spaß gemacht. Beziehungsweise hat er auch geschmeckt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, eure Jenna. Ciao.